Schon zweite hier im Super-G hinter der Überraschungssiegerin Viktoria Rebensburg. Oberen Teil sehr gut. Großen Polster mit, ja, fast 18. Aber den wird man auch brauchen im Vergleich mit Marmottan unten. Ja, und was mir sehr gut gefällt, ist, wenn man da auf die Ski achtet, sieht man, wie parallel sie sich führt. Also sie belastet den Innenski doch relativ stark schon mit. Und das ist zackig, ja. Starke Fahrt von Julia Mancuso. Noch immer fast 7/10 Vorsprung, bevor es jetzt in den Zielhang geht. Wirkt da unheimlich stabil. Also es ist teilweise schon ein bisschen unruhig, wie man sieht, aber sie gleicht das Ganze sehr gut aus. Kann auch eng bleiben bei den Toren. Wenn Sie das Tempo jetzt da mitnehmen, runter ins letzte steile Stück. Marmottan zittert um die Führung. 2,29,60 die Zeit der Französin. Ganz tolle Fahrt. Und Mancuso mit 29,47. Neuführend in dieser Entscheidung, Julia Mancuso. Ja, da war dennoch im Ziel ein bisschen was liegen lassen, eine knappe halbe Sekunde, aber absolut tolle Schwimmer, die wir da gesehen haben. Ui, auch da der Stock gebrochen. Die Armee ein leichtes Stockproblem heute, gell? Der Stockservicemann gestern zu viel gefeiert. Ja. Okay, das wäre der Versuch gewesen, gell? Auch hier natürlich, wir nehmen es bei den Damen gerne auf mit den Herren des Skiwurf-Marathons auf den Spuren von Didier Küsch. Wir müssen einen Nachfolger finden oder eine Nachfolgerin. Das sind die Herren machen, das schaut ja gefährlich aus bei uns. Also ich möchte nicht Kameramann oder Kamerafrau sein, die Marion unten bei uns im Ziel lebt ganz schön gefährlich. 1300 vor Marmottan, 16 vor.